Dass die Schüler der Wilhelm-Filchner-Schule etwas von Noten verstehen und die Musik im Blut haben, das ist längst bekannt. Kein Wunder also, dass auch in diesem Jahr hunderte Besucher den Schulmusikabend nicht versäumen wollen. In der Kulturhalle bekommen sie sowohl Klassisches als auch fetzig Frisches geboten. Eine Frage kommt da schnell auf. Warum braucht Deutschland eine Lena, wenn Wolf Hagen doch seine Lea hat? Und die steht ihrem Vorbild in nichts nach. Für den Auftritt mit Ohrwurmgarantie gibt's vom charmanten Moderationsduo gleich ein erstes Fanplakat, das die Sängerinnen des Unterstufenchores für ihren 1A-Auftritt aber ebenso verdient haben. Starke Stimmen, gepaart mit dezenter Choreografie, das macht einfach Spaß. Die zweite Hälfte des Abends gehört dann den Großen, die musikalischen Hochgenuss auf Profiniveau liefern. Sinfonieorchester, Oberstufenchor und Big Band. Die Begeisterung im Saal ist groß, nicht nur bei Musikern und Publikum, offensichtlich auch beim musikalischen Leiter Peter Altwasser. Kein Wunder, sie haben die Musik eben im Blut, die Schüler der Wilhelm-Filchner-Schule.